jetzt fahren wir in den Urlaub. Mama, sind schon alle Sachen drin? Ja. Und dann fahren wir schon los. Wir haben unseren riesigen Bus. Und ja. Dann steigen wir jetzt mal ein. Die ganzen Sachen sind übrigens schon drin. Okay. So, sind alle bereit zur Fahrt? Ja, dann starten wir. Ey, wartet mal. Was ist denn da los? Wo fahrt ihr denn hin? Wir fahren jetzt in den Urlaub. Wirklich? Und warum habt ihr mich nicht gefragt? Ja. Ich will doch auch mal mitfahren. Aber deine Mutter hat bei WhatsApp uns nichts geschrieben oder wir wussten gar nichts über dich. Oh, sag mal, kann jemand zu mir kommen? Können wir noch mal reden, dass ich vielleicht doch mal mitkommen könnte? Wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen losfahren. Willst du vielleicht auch? Ist deine Mutter einverstanden? Ja, sie ist einverstanden. Dann komm mit. Steig auf. Wir sind aber jetzt alle bereit. Können wir losfahren? Ja, ich liege auch drauf. Ich bin der Valentin. Oh, Mensch. Entschuldigung, das wollte ich gerade nicht. Aber ich freue mich so riesig, dass wir mal fahren. Oh, es geht ja schon los. Cool. Wir sind auf der Autobahn. Valentin, schläfst du? Nein, ich gucke auf die Straße. Übrigens, wir haben kein Dach. Und wir haben links, rechts, nirgendwo Gitter. Also pass auf, dass du jetzt nicht rausfällst. Oh, das wäre jetzt was, wenn ihr mich unterwegs noch ich will das gar nicht aussprechen, das wird mir schon schlecht. Ja. Wisst ihr was? Wir sind schon gleich da. Wir sind jetzt schon 5 Stunden gefahren. Juhu, cool, ich freue mich riesig. Oh Mann, Entschuldigung. Macht nichts, wir sind doch draußen. Nur wir liegen hier, das macht doch gar nichts. Gleich wird das der Wind weg und Schluss. Düt, wir sind da. Freut ihr euch? Jahu! Oh, hab einen Parkplatz gefunden. So, wir sind jetzt da. Juhu! Wo müssen wir jetzt hin? Eigentlich sollte uns eine Frau abholen. Ah, da steht sie ja schon. Bestimmt kommt sie. Oh, hallo, da seid ihr ja. Und, freut ihr euch alle? Juhu! Urlaub! Aber ein Problem gibt es jetzt. Ich habe gehört, es gibt nur 4 Kinder und 2 Erwachsene. Also haben wir ein Bett zu wenig, wer da auch noch steht. Oh nein, gibt für mich kein Bett. Soll ich etwa auf der Straße schlafen oder was? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben im Keller noch viele Betten, die wir in Räumen machen. Also keine Angst, wir holen für dich noch ein Bett raus. Juhu, ich krieg auch ein Bett, das ist aber schön. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal die Wohnung. Hier habt ihr noch ein kleines Häuschen, da könnt ihr einen Pool hinstellen, weil im Haus ist bei euch noch ein Pool steht dort. Und wenn ihr möchtet, wenn es regnet, kann man dort dann auch sein, weil, ja, dort ist ja ein Dach. Okay, jetzt zeige ich euch mal alles. Juhu! So, in diesem Raum ist die Küche. Hier ist zwar jetzt noch nichts, aber das kommt gleich noch. Okay, ja.
Also, okay, wenn es gleich kommt, dann schon mal gut. Och Mann, warum müssen wir draußen warten? Warum ist das für uns eine Überraschung? Weißt du das, Papetin? Nein, ich weiß es doch nicht. Vielleicht haben die kein Bett für mich. Und deswegen dauert das so lange. Ich weiß es nicht. Nein, wir müssen ja auch warten. Na ja, vielleicht müssen die Erwachsenen erstmal was abklären. Oder? Dort ist noch nichts drin, alles ist leer und wir dürfen erst hin, wenn alles angerichtet ist. Obwohl, ich wollte sehen, wie alles, wie ein Haus aussieht, wenn man gar nichts hat. Na ja, also ich würde mich schon freuen, wenn alles schon fertig ist. Ich auch. Weil dann kann man sich ja einfach dahinlegen. Wir sind ja so lange gefahren und ich habe auch riesen Hunger. Und überhaupt sich ausruhen, das wäre super. Ja, gut. So, hier ist dann das Schlafzimmer. Unten links ist noch ein Zimmer. Das sollte eigentlich das Wohnzimmer sein, aber das ist ein Zimmer von irgendeinem Kind von euch. Vielleicht Chante? Ja, ich glaube Chante. Oder wie sie da auch heißt. Und ja, und links ist das Zimmer von ihr. Sie hat ein eigenes Zimmer. Und wenn sie den anderen Kindern erlaubt, also ein paar von denen bei ihr zu schlafen, dann ist es auch okay. Also hier ist das Zimmer, wo dann Erwachsene schlafen. Und dann noch zwei Kinder schlafen. Okay? Okay. Ganz gut. So, hier ist das Badezimmer. Das kann man ja kennen. Und hier wird es dann auch noch eingerichtet. Und ja, es ist gerade sehr, sehr heiß. Deswegen bin ich jetzt nicht richtig warm angezogen. Und ganz hier neben gibt es noch das Meer mit Sand und vielem anderen. Ja. Oder auch vielleicht ohne Sand. Ich weiß nicht, aber ich glaube mit vielleicht. Okay, hier ist das Bad. Und damit ihr wisst. Okay, ganz gut. Ja, finde ich schön. So, hier ist das Zimmer dann von der Chantelle. Und sieht aus wie im Wohnzimmer. Das sollte eigentlich das Wohnzimmer sein. Das sollte. Aber wir haben das halt für ein Zimmer, für irgendein Zimmer, also für ein Kind das Zimmer gemacht. Damit es höchstens ein Kinderzimmer gibt, hier auch. Ja, ansonsten, ja, kann ich jetzt wieder weggehen. Und ich hätte da noch mal eine Frage. Das dürfen die Kinder nicht wissen. Also eigentlich wollte ich dieses Haus nicht nur zum Ferienhaus haben, sondern ich wollte es auch verkaufen. Und das kostet jetzt auch nicht sehr viel, weil es hier ja nur vier Zimmer gibt in diesem Haus. Dann wollte ich fragen, wollen Sie das Haus vielleicht kaufen? Da könnt ihr manchmal hier hinfahren, wenn Sie möchten. Ja, aber wir müssen ja noch den Schlüssel holen von diesem Haus. Ja, den könnt ihr dann behalten, weil ihr jetzt bei den Ferien seid. Achso, ja, stimmt. Aber etwas, naja, wir müssen halt gucken, wie viel das kostet. Ja, eigentlich, das Haus, das kostet ein bisschen billiger. Weil das kostet jetzt nur so 55 € und ja, weil das ja jetzt nur ein Viererzimmerhaus ist und ja, und weil das jetzt nur ein Ferienhaus ist, aber wenn ich das jetzt wirklich für euch verkaufe, wäre es auch gut für die Kinder, dann würden sie sich freuen.
Hey, Claudius. Also ich meine jetzt Michael. Was ist denn Nicole? Nicola. Ja, haben wir 55 Euro mit dabei? Die Kinder würden sich doch so sehr freuen. Ja, sag, wir kaufen das. Nur da müssen wir noch mal kurz zum Auto gehen. Also ich meine zum Bus. Sag, wir kaufen es. Okay, das wird die Kinder sehr überraschen. Ja, wir kaufen das Haus. Wirklich? Alles abgesprochen? Ja, gut, wir kaufen's. Gut, dann ist alles gut. Nur wir müssen halt noch das Geld rausholen. Oder haben wir es nicht jetzt? Ich guck mal. Hier habe ich es. Hier bitte das Geld. Oh, hier ist das Geld. Danke. Also dann. Tschüss, viel Spaß. Ja, tschüss. Komm, Weinchen, jetzt gucken wir aber mal rein. Das war jetzt schon so lange. Ja, jetzt haben wir schon ewig gewartet. Das reicht jetzt. Jetzt müssen wir auch mal reingehen. Die können doch nichts Geheimes da verstecken. Ja, ich weiß. Aber was ist, wenn wir dann Ärger kriegen? Warum sollten wir Ärger kriegen? Weil Guck wir mal, einfach so reingegangen wir sind sind. so lange gefahren bis hierher. Ich habe Riesenhunger. Okay, dann komm. Ah, oh, guck mal, was Oh Mann, ich habe ja schon für eine Riesenhunger. Küche. Wow. Aber guck mal, in der Pfanne liegt Ei drin, siehst du's? Oh ja, lecker. Aber das dürfen wir erst danach. Wir müssen ja alle zusammen essen. Ja. Oh, komm, wir gehen mal weiter. Aber guck mal, da oben ist ein Schlafzimmer. Ja, ich bin ja auch schon so müde. Aber da ist nicht dein Bett. Rechts ist Mias Bett, Mamas Bett, Emmas Bett, Papas Bett, Gregors Bett. Dort ist noch nicht dein Bett, Ja, sag mal, Valentin. habe ich überhaupt gar kein Bett oder was? Und guck mal dort, da ist das Badezimmer. Juhu, da muss ich jetzt als nächstes hin. Nee, komm, wir warten. Was war das gerade für ein Zimmer? Wow, was ist das für so ein schönes Zimmer? Guck Boah, mal, wie das ist ein schön. Kinderzimmer. Sogar mit Fernseher. Mensch, das ist aber cool. Wem das Zimmer wohl von uns gehört? Hey, aber wir hatten Chantels Bett noch gar nicht. Und dort steht ihr Bett. Das ist Chantels Zimmer. Auch das ist gemein. Warum hat Chantelle ein eigenes Zimmer? Auch das ist Ja, aber ich habe ja gar kein Zimmer. Ich habe noch nicht mal ein Bett. gemein. Aber da sind noch zwei Couchstühle. Das ist dein Bett, Valentin. Oh ja, dann lege ich mich mal gleich dahin und mal Dort. gucken, wie das ist. Oh ja, das fühlt sich total bequem an. Hier bleibe ich jetzt. Da kann man sich schön ausruhen. Wo ist jetzt der Weinchen hin? Bestimmt ist er wieder schlafen gegangen. Bestimmt. Ich hab Hunger. Kann jemand das Ei von euch holen? Na schön, dann picknicken wir halt. So, dann picknicken wir mal hier. Wo bleibt denn der Valentin so lange? Er wollte doch mitkommen. Ich weiß nicht. Das riecht ja so schön. Essen die etwa ohne mich? Das gibt's doch nicht. Da muss ich mal schnell hingehen. Ma, warum habt ihr mich ja gar nicht gerufen? Ich hab doch auch Riesenhunger. Ja, du wolltest schlafen und dann dachten wir, du wärst schon eingeschlafen und dann wollten wir dich halt nicht wecken. Aber ich will mitessen. Ich hab auch Wir machen hier Hunger. gerade ein Picknick, weil für uns ist das bis hier
viel zu neu in der neuen Küche zu sitzen und zu essen. Ja, dann mache ich aber mit. Mensch, da freue ich mich schon. Niam, Mein niam, Bauch, niam, der. niam. Ja. Niam, 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 lecker. Das schmeckt lecker. Niam, niam. Das war's, ihr Lieben, für heute. Ich hoffe, das Video hat euch mit dem Picknick am Ende gefallen. Dann gebt's einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt uns doch in die Kommentare. Das würde uns so sehr freuen. Und ja, dann wollte ich euch noch sagen, tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.